Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. Wir haben so ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken, wie man eigentlich in elektrischen Feldern Berechnungen anstellen kann, und hatten erstmal angefangen zu verstehen, dass es die größte elektrische Feldstärke gibt, die was darüber aussagt, wie groß die Kraft ist, die infolge einer Ladung auf irgendwelche Teilchen wirkt. Und dann sind wir dazu gekommen, wie sich deswegen die Feldstärke in Abhängigkeit des Abstands zur Quelle des Feldes verändert. Und haben dann im letzten Schritt uns mal angeguckt, wie eigentlich eine Punktladung translatorisch in so einem Kondensator beschleunigt werden kann, und sogar ein bisschen drüber nachgedacht, was für Arbeiten dabei verrichtet werden. Jetzt kommen wir zu einer anderen Anwendung, die uns dann zum Ende des Videos auch tatsächlich zu etwas führt, was eine technische Relevanz hat. Insofern sind wir da auf einem guten Weg, und das Stichwort an dieser Stelle ist die Strahlablenkung. Was bedeutet das? Jetzt kann man natürlich translatorisch in einem zweidimensionalen Kondensator auch auf die Idee kommen, dass man den Kondensator mal um 90 Grad dreht und dann die Ladung also auf einer Bahn parallel zu den Kondensatorplatten in das Feld rein bewegt. Und dann passiert Folgendes. Ich deute hier mal nochmal so ein bisschen den Kondensator an. Jetzt könnte man mal gerade überlegen, ob man schon aus dem Kopf weiß, wo welche Ladung ist. Genau. Von der positiven Ladung gehen die Feldlinien aus und enden in der negativen. Und jetzt passiert hier Folgendes. Wir nehmen eine negative Ladung, die mit einer konstanten Geschwindigkeit von 0 in dieses Feld bewegt wird. Diese Ladung hat eine Ladung Q und eine Masse m. Was passiert denn dann? Dann passiert Folgendes. Diese Ladung bewegt sich in dieses Feld rein und wird dann aufgrund der Wirkung des Feldes in Richtung der positiven Ladung abgelenkt. Das kann man sich vorstellen. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen überlegen, wie sieht denn eigentlich die Gleichung aus, die hier diese Bahn beschreibt, sobald also das Teilchen sich in den Kondensator bewegt. Und dazu auch an dieser Stelle helfen unsere Videos zur TM3, also zur technischen Mechanik 3. Da erklären wir die Grundlagen der Dynamik und Kinematik. In diesem Fall geht es also um eine Bilanz der unterschiedlichen Beschleunigungen, die da wirken. Wir legen mal noch ein Koordinatensystem in die Geschichte rein. Rechts ist x und nach oben ist y, so wie man das kennt. Und was passiert denn jetzt? Also, das Teil hat eine konstante Beschleunigung, konstante Geschwindigkeit, Entschuldigung, das macht einen Unterschied. Denn wenn vx, also so wie es sich ja am Anfang bewegt, konstant ist, gleich irgendein Wert von 0, dann muss die Beschleunigung in x-Richtung 0 sein. Wenn das so ist, dann kommen wir dazu, dass wenn wir also von da nach da integrieren, wir eine konstante Geschwindigkeit haben. Der Weg in x-Richtung ist dann nichts anderes als die konstante Geschwindigkeit mal der Zeit. Das kann man sich vorstellen. Wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir die y-Richtung betrachten? In der y-Richtung ist es so, wir vernachlässigen hier die Gravitation. Warum, habe ich übrigens mal ganz am Anfang erklärt, im Unterschied zwischen Gravitation und elektrischen Kräften aufgrund von Ladung, und das Ganze hat was mit der Masse zu tun, die da wirkt. Also uns reicht bei der Betrachtung von Elektronen die elektrostatische Kraft. Also die Beschleunigung in y-Richtung ist ja in diesem Fall negativ, denn wir haben ja y nach oben positiv angenommen, ist also minus a. Das ist ja soweit erstmal noch keine neue Erkenntnis. Wir hatten aber im letzten Video schon mal rausgefunden, die Beschleunigung, die also entlang der Feldlinien in so einem Kondensator stattfindet, ist die Feldstärke multipliziert mit der Ladung dividiert durch die Masse des Teilchens. Das kennen wir ja schon. Jetzt machen wir auch hier wieder eine Integration, um rauszukriegen, wie ist denn jetzt eigentlich der Weg in y-Richtung in Abhängigkeit von der Zeit. Wenn wir einmal die Geschwindigkeit in y-Richtung durch Integration bestimmen, ist das ja minus a mal t. Und wenn wir das Ganze dann nochmal integrieren, dann kommen wir zum Weg in y-Richtung. Und das ist dann minus 1/2 a t Quadrat. Vielleicht müssen wir noch zwei Dinge dazu sagen. Erstens war eine Randbedingung, dass y zum Zeitpunkt 0, y-Punkt zum Zeitpunkt 0, 0 war. Das heißt also, in dem Moment, wo dieses Teilchen hier in das Feld eintritt, ist es so, dass die Geschwindigkeit in y-Richtung 0 ist. Ist ja klar, wir bewegen es ja auch erstmal nur in x-Richtung. Und genauso ist es so, dass der Weg in y-Richtung zu dem Zeitpunkt 0 war. Das heißt, wenn man ganz genau wäre, definieren wir es so, dass das Koordinatensystem hier auf der Laufbahn liegt. Ja, das überfrachtet ein bisschen das Bildchen.
Deswegen darf man mir das glauben. Also der Weg in y-Richtung ist zu Beginn dieser Betrachtung auch 0. Wenn wir das haben und wir machen jetzt noch Folgendes. Wir ersetzen also die Gleichung für die Beschleunigung hier, indem wir diesen Ausdruck hier in diesen reinfummeln. Dann kommen wir zu folgendem Ergebnis für den Weg in y-Richtung. Y ist dann minus e mal q durch 2 mal die Masse mal t Quadrat. Das 2 kommt hier aus dem Bruch und so weiter. Das ist ja soweit schon in Ordnung, aber uns interessiert ja jetzt eigentlich, wenn wir die Berechnung machen wollen zur Bewegung dieses Teilchens, also wie ist die Ablenkung, brauchen wir ja eigentlich eine Funktion y von x. Was müssen wir dann noch machen? Der Trick ist folgender, machen wir noch eine andere Farbe. Wir nehmen mal diesen Ausdruck und stellen den nach t um. T ist ja hier eine Variable, die wir loswerden wollen. Wenn wir das machen, dann kriegen wir daraus, dass t gleich Weg durch Geschwindigkeit in x-Richtung ist. Kam also aus diesem Lilanen. Wenn ich das jetzt hier einsetze, dann bin ich fertig. Dann kommt er nämlich raus, y ist gleich minus Feldstärke mal Ladung durch 2 mal die Masse mal Anfangsgeschwindigkeit zum Quadrat multipliziert mit dem Weg zum Quadrat. Das ist also die Gleichung, mit der wir beschreiben können, wie aufgrund von Feldstärke, Ladung und in Abhängigkeit der Variablen für den Weg in Y- und X-Richtung so eine Ladung hier aufgrund der elektrostatischen Wirkung in diesem Kondensator in eine bestimmte Richtung beschleunigt wird. Und das ist durchaus relevant. Die Frage ist ja insgesamt, wofür nutzt diese ganze Betrachtung? Es ist ja immer schön, wenn man was rausfindet. Noch schöner ist natürlich, wenn man weiß, wofür man diese Erkenntnis dann nutzen kann. Und zwar gibt es die sogenannte Brownsche Röhre. Die hat mit dem Aufstieg der digitalen Fernsehtechnik im Haushaltsbereich ein bisschen an Bedeutung verloren, ist aber in der analogen Messtechnik eine wichtige Funktionsweise. Wie funktioniert das Ganze? Wir machen einen Elektronenstrahl, ich erkläre es mal nur ganz grob, damit man ein bisschen einordnen kann, wofür wir uns das alles angeschaut haben. Irgendwie gibt es eine Pistole, die so einen Elektronenstrahl abfeuern kann, und jetzt gibt es hier zwei Kondensatoren in dieser Brownschen Röhre, und zwar sind die einen in dieser Richtung orientiert und entsprechend geladen, und die anderen sind genau um 90 Grad gedreht und auch geladen. Und jetzt passiert hier Folgendes. Dieser Elektronenstrahl wird ja jetzt je nachdem, was in diesem Kondensator und in diesem Kondensator jetzt für eine Spannung, der Begriff kommt noch, anliegt. Das heißt also, je nachdem, wie diese Ladung in diesem Feld sich hier verändern, in dem linken und im rechten Kondensator, ist es so, dass dieser Elektronenstrahl eine Ablenkung erfährt. Und wenn es dann diese ganze Geschichte, also je nachdem, wie jetzt hier diese Felder aussehen, gibt es unterschiedliche Ablenkungen, ich deute das mal an, ist es also so, dass diese Elektronen auf einen entsprechenden Leuchtschirm drauf fallen, und zwar zeitlich abhängig, je nachdem, wie sich hier die Ladung verändern. Das ist nichts anderes als das, was man im Physikunterricht schon mal gesehen hat. Wir können dann also das, was die Änderung der Ladung in diesem Feld verursacht, darstellen in zeitlichem Zusammenhang und kriegen darüber über ein sogenanntes Oszilloskop. Oszilloskop, weil hier irgendeine Größe anscheinend schwingt, das werden wir uns auch noch in Ruhe anschauen. Haben wir also die Möglichkeit anhand dieses Wirkprinzips, dass man Ladung senkrecht zu den Feldlinien in so einen Kondensator einbringt und dadurch ablenkt. Die Möglichkeit, elektrische Größen, die in irgendeiner Form sich zeitlich verändern, optisch darstellen können. Das hat man früher auch bei Fernsehern genutzt. Auch diese Oberfläche, wo diese Elektronen dann draufgeprallt sind, war früher geladen. Wer früher mal einen alten Fernseher angefasst hat, hat auch gemerkt, dass da eine Ladung dran liegt. Das ist mittlerweile in der LED-Technik, wie gesagt, abgelöst. Das ist jedenfalls das grundlegende Prinzip, das man sich hier zunutze macht. Und damit sind wir an dieser Stelle mit der Betrachtung von Ladungen in elektrischen Feldern von Kondensatoren zunächst fertig.